Okay. Dann gucken wir doch mal, was haben wir hier? Tagsüber generiert Vitalität zusätzlich 10 Punkte pro Sekunde, wenn du dich nicht im Kampf befindest. Nachts regeneriert Ausdauer. Hallo. Das kannst du sich 1 Punkt pro Sekunde. Wird die maximale Vitalität um 500. Deine leichte Rüstung erhöht den Schaden kritischer Treffer um 25%. Mit dem Zeichen Vitalität. Okay. Die Kernfähigkeiten sind immer aktiv. Der Schaden bei schnellen Angriffen. Die Überdosis Schwellenwert von 85% des Trankes. Bei jedem Treffer 3% Chance. Okay. Plus 5. Okay, würde ich erstmal das hier erwerben wollen. Aber können wir sowieso gerade nicht einsetzen. Sind sie besser? Ja, sind besser. Da vorne ist wieder was. Das heißt, wir latschen da jetzt mal wieder hin. Speichern uns dem einmal. Gute Nacht. Und da ist noch ein Ghoul. Carol. Nee, nicht ganz. Witcher trifft es eher. Skyrim sieht nicht so gut aus. So. Ach, damit sie da wieder an ihren Strand ran Schrein ran können. Militäre, glaube ich. Ja. Die opfern da einfach mal tote Kaninchen. Oder Kundler. Was? Hast du was Interessantes? Auf die Essenz. Das waren noch die Schreibsteine aus Skype. Nee. Das ist was ganz anderes. Mietzutat. Luchswasser. Zwergenschnaps. Ganz so viel können wir uns davon nicht leisten. Bleiben wir mal bei 100. Leb wohl. Haben wir halt nur zwei Zwergenschnipse. Da ist wieder was. Jetzt sollte ich vielleicht die Sachen hier nochmal einsammeln. Da. Das brauchen wir für später. Damit wir richtig schön Alchemie betreiben können. Hier irgendwo ist, glaube ich, auch noch ein Schatz. Gehe mal von aus. Ja, Flasche.
Wasser. Kann ich hier tauchen? Ja gut, macht hier aber keinen Sinn zu tauchen. Und sind wir schon fertig? Und den restlichen Weg können wir jetzt ohne zurücklegen, hoffe ich, oder? Ja. Was sind das grelle Farben? Also lange kann man da nicht drauf starren. Da sind noch Ertrunkene. Die haben zumindest Ähnlichkeit mit den Viechern aus dem ersten Teil. Die Ertrunkenen, die es da gab. Die kommen dem eigentlich schon ganz nah. Eklig sind sie immer noch. Hier sogar noch ekliger. Ja. Okay, hier ist nichts. Da, das will ich. Hallo, meine kleine Trunkenen. Noch mehr. So. Sollten jetzt alle gewesen sein. Hinken Hirn. Ungewohnt, dass es gerade wieder so dunkel ist. Und da kann ich jetzt was draufpacken, ne? Zeichenintensität. Chance auf Betäubung. Da können wir das nämlich einmal aufwerten. Ungewohnt, eine freie Welt zu haben. Wenn man sich jetzt die letzten Spielstunden immer an einer ja, gerade Linie quasi erhalten hat. Das ist ja schon recht merkwürdig. Machst du das oft? Mit deinem Hund reden? Der gehört meinem Bruder Bastian. Tja, jetzt wohl mir. Bastian hat direkt vor dem Dorf gegen die Schwarzen gekämpft. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich habe ihm gesagt, tu, was ich getan habe. Ein, zwei Finger ab, damit sie dich nicht einziehen. Aber er hatte zu viel Angst. Verdammter Mist. Ich an deiner Stelle würde mich auf dem Schlachtfeld umsehen. Hab ich. Massenhaft Leichen und Leichenfresser. Jemand hat gesagt, dass sie sich vor Feuer fürchten. Deswegen habe ich versucht, sie mit einer Fackel zu vertreiben. Unfug, sag ich dir. Ohne Husar hier wäre ich lebendig gefressen worden. Hör mal, du trägst diese Schwerter doch sicher nicht zum Spaß. Doch, klar.
Halt mir die Gule vom Leib. Hilf mir, Bastian. Läuft damit einfach so rum. Bezahle ich dich. Also Jux und Dollerei. Gut, ich helfe dir. Allerdings liegt die Schlacht schon ein paar Tage zurück. Die Chancen, deinen Bruder lebendig zu finden, sind gering. Sehr gering. Sag bloß. Aber ich will wenigstens seine Leiche finden, damit Bastian da nicht mit den Schwarzen in der Sonne verwest. Treffen wir uns auf den Hügeln vor dem Schlachtfeld. Dann gehen wir zusammen weiter. Okay. Wenn er meint... Was passiert, wenn ich Rostfleisch esse? Okay, gar nichts. Rostfleisch kann ich auch essen. Gut, dann kümmern wir uns erstmal um den Auftrag. Damit wir jetzt auch mal wieder was Spannendes tun und nicht einfach hier nur von A nach B rennen. Die hängen da sehr schön. Riecht bestimmt doch besonders gut. Okay, der hier hängt da schon ein bisschen länger. Anordnung A280-9. Das Begraben der Leichname erhängter Deserteure und Aufständischer ist hiermit strengstens verboten. Das Losschneiden von Erhängten wird mit umgehender Hinrichtung bestraft. General Mervyn Rossin. Vizekönig der Provinz Temerien. Also das hier ist anscheinend dann das... Oder ist dann das Gebiet, wo Voltes vorher drüber geherrscht hat. Was er dann ja quasi verloren hat, indem er von Leto umgebracht wurde. Ja? Also ich finde schon, man sollte die Spiele... nach der Reihe spielen. Weil, gut, mir geht's zumindest so. Ich verstehe die ganze Reihe jetzt deutlich besser als wie noch vor einigen Monaten. Wo ich das Spiel halt noch nicht, mit die Spiele noch nicht gespielt hatte. Auch halt dieses ganze Drumherum mit den Tränken und der Trank ist dafür, der und der Trank dafür. Weil hier kriegt man zum Beispiel eigentlich keine Einführung, was ist eine Schwalbe? Was machst du mit einer Schwalbe? Oder was ist das Zaubertrank Waldhaus? Das kriegt man hier so an sich gar nicht mit. Das sind jetzt schon so Sachen, die werden dir halt komplett im allerersten Teil erklärt. Und danach gar nicht mehr. Danach findest du... diese Art von Begriffen. Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Nicht mehr wieder. Wir haben aber, glaube ich, nichts zum Zerstören, oder? Nee. Und keine Bomben. Party. Kann ich eigentlich auch. Kann ich, okay. Ah, das ist so hier, wo wir gestartet haben. Ich bin da. Vogelschädel in schwarzem Kristall. Warum glaube ich, dass er Yen gehört? Ich habe keine Ahnung, Geralt. Ich glaube, dass du damit gar nicht mal so falsch liegst. Also ich will nur einmal... Die Objekte wurden aufgefüllt. Geht aber nur für Sachen, die wir schon mal hergestellt haben. Gut, wir bräuchten noch Schildkraut. Dann könnten wir Schwalbe herstellen.
viele Tote. Dabei hat der Krieg gerade erst begonnen. Zahlreiche Ghule und Leichenfresser tummeln sich in der Nähe des Dorfs. Unsere Patrouillen geben ihr Bestes, um dieses Übel zu beseitigen. Bis dahin sollten Reisende durch... Dahin sollten Reisen durch diese Lande vermieden werden, so. Du bist hier. Gut. Bastian, seine Leiche muss hier irgendwo sein. Unter zahllosen weiteren. Willst du sie einzeln untersuchen? Das könnte dauern. Keine Sorge. Die Rekruten aus Weißgarten führen eine kleine Blume auf dem Schild, damit sie sich in der Schlacht erkennen. Es waren nur ein paar. Wenn wir nach Blumen suchen, finden wir Bastian bald. Nichts für ungut, aber viele Soldaten haben ihre Schilde fallen gelassen. Vor allem auf der Verliererseite. Wenn wir nur den Schild finden, nimmt Husar die Fährte auf und führt uns zu Bastian. Komm, je schneller wir es hinter uns haben, desto besser. Ziele werden dir manchmal als Gebiete angezeigt, wenn die genaue Position unbekannt ist. Begib dich ins markierte Gebiet. Meine kleinen Ghule. Okay. Ist er das? Nein, sieht ihm gar nicht ähnlich. Natürlich nicht. Na los, Husa. Kannst du Bastian wittern, Junge? Ach, immer noch nichts. Da ist noch ein Schild. Ist er das? Nein, der Nachbarssohn. Och, wenn es nur der Nachbarssohn ist. Na los, Husa. Kannst du Bastian wittern, Junge? Immer noch nichts. Ist er das? Nein. Der Nachbarssohn. Noch ein Nachbarssohn? Na los, Husa. Kannst du Bastian wittern, Junge? Ach, immer noch nichts. Uff, die Haut ist verbrannt. Schwer zu sagen, ich weiß, aber könnte er das sein? Ich. Bastian war groß und breitschultrig. Er hier kommt mir kleiner vor. Aber vielleicht liegt es im Feuer. Ihn. Husar hat seine Fährte. Komm! Okay. Dann ab Husar hinterher. Aber das ist noch nicht alles. Mein Leutnant hat angeordnet, dass wir auf Kommando kacken. Da prasseln die Ballistenbolzen um uns nieder und er sagt, Soldaten mit vollem Gedärm gehen nicht aufs Schlachtfeld. Geschissen wird, das ist ein Befehl. Ist das zu glauben, der Idiot? Aufhören, du bringst mich um. Meine Rippen, das Lachen schmerzt. Du brauchst einen Druckverband. Aber zuerst, was ist hier eigentlich los? Bastian, ist er... Hat dieser Nilfgaarder dich gefangen? Nein, er hat mir das Leben gerettet. Ich hatte einen Hieb in die Seite gekriegt und einen Schlag auf den Kopf. Ich habe nichts gesehen. Rosin hier hat mich gefunden, als er übers Schlachtfeld gekrochen ist. Sein Bein ist verdreht. Da hat ein Krüppel einen Blinden geführt. Bis hierher. Ich bring dich nach Hause. Wir müssen uns um deine Wunden kümmern.
Ich lasse Rosin nicht hier. Alleine stirbt er. Und zurück kann er nicht. Er ist desertiert. Sie werden ihn hängen. Und wenn sie ihn bei uns finden, dann hängen sie uns alle auf. Auch meine Liesje. Nein, der Schwarze bleibt hier. Bastian hat es nur mit der Hilfe dieses Schwarzen geschafft. Vielleicht solltest du zeigen, dass Nordlinge nicht die Barbaren sind, als die man sie in Nilfgaard hinstellt. Tja, er könnte Papas Kleider haben und Feldarbeit lernen. Aber dieser Akzent... Na schön, ich nehme ihn auf. Danke, Hexer. Deine Belohnung. Und die Götter mögen dich schützen. Was ich mir, oder welche Frage ich mir hier stelle, rein theoretisch Nilfgaard hat ja damals auch Syndra angegriffen. Jetzt ist aber die Frage, warum hat Nilfgaard damals Syndra angegriffen und warum ist Nilfgaard jetzt auch hier wieder auf dem Vormarsch? Wollen die einfach nur die Macht über alles haben? Das ist der Grund? Grund, warum das hier alles passiert? Dass sie einfach nur Macht haben wollen? Positioniere Mutagene auf den entsprechenden Plätzen, um einen Bonus auf deinen Charakterwert zu erhalten. Wähle den Filter Mutagen aus. Wähle ein Mutagen aus und positioniere es auf dem angezeigten Platz. Okay, Zeichenintensität. Ist der Mutagen aktiviert, gewährt das Boni auf deine Charakterwerte. Sowohl Mutagene als auch Fertigkeiten sind mit Farben markiert. Platziere ein Mutagen auf einem Feld mit mindestens einer Fertigkeit der gleichen Farbe, um seinen Bonus zu erhöhen. Passt eine Fertigkeit nicht zu der Farbe des Mutagens, erhöht sich auch nicht den Bonus des Mutagens. Die Erhöhung durch andere passende Fertigkeiten in diesem Magnetfeld bleibt bestehen. Ah, okay. Ich glaube, ich verstehe. Oh Gott. Je mehr Fertigkeiten sich in einem Feld befinden, je zur Farbe des Mutagens auf diesem Feld passen, desto größer fällt der Bonus des Mutagens aus. Jede passende Fertigkeit erhöht den Bonus um 100%. Mutagene können auch dazu verwendet werden, mächtige Tränke herzustellen, die als Mutagen-Absolute bezeichnet werden. Gut, das passt da schon mal. So, wir haben jetzt auf jeden Fall noch einen Fertigkeitspunkt dazu bekommen. Nicht auf Gehör zu, während Axel wirkt. Die Intensität von Axel in Dialogen erhöht sich zur Regeneration im Kampf. Anzahl der Ladungen, Material. Ja. Welche Gespräche auf gegnerische Rüstung wert? Also um 1 Meter. Wie gesagt, ich will ja diesmal auf Quen gehen. Hier haben wir aber noch was. Kann ich jetzt natürlich mit reinsetzen. Nebenquest haben wir dann noch. Achso, das ist dann mit den Gwind-Karten. Dann verfolgen wir mal diese Quest. Und nach da hinten müssen wir. Dann nehmen wir auf dem Weg nochmal alle Kreuze mit. Beziehungsweise alle Fragezeichen. Oh Gott. Oh! Ich habe Geralt in den Tod gestürzt. Ah, Kacke. Hätte nicht gedacht, dass er...
Hä? Nein, der hat genau... Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin... Der hat genau meinen Todeszeitpunkt gespeichert. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Warte mal. Ich mache es einmal kurz so, damit ich nicht ganz einschlafe. Das Problem bei Witcher 3 ist, finde ich gerade, dass es halt hier wirklich dauert, bis das Ganze in Fahrt kommt. Weil man halt so viel nebenbei machen kann. Das ist schon echt nicht wenig. Der Sturm ist cool. Banditenlager. Und Köpfchen ab. Okay. Aber sie haben halt hier auch wieder sowas dabei wie in Witcher 2. Auch mit Strickleiter und sowas. Aber der Sturm sieht schon echt... Sieht schon geil aus. Kann man nicht anders sagen. Schildkraut. Jetzt ist noch Schildkraut. Dann kann ich nämlich bald was herstellen. Und ich glaube, wenn wir dann etwas herstellen und das immer und immer wieder herstellen oder meditieren, dann stellt er das automatisch her, sofern wir die Sachen dafür haben. So eine Pusteblume. Wir ziehen dir die Haut ab. Lass ihn nicht zu Atem kommen, Sohn einer Ziege. Ja, die Menschen sind hier schon wieder so ultra freundlich. Chemie. Zum Herstellen eines Gegenstandes benötigst du die richtigen Zutaten. Ja, das weiß ich doch schon. Hatten wir doch schon mal. Schwalbe. Gegenstand herstellen. Tränke müssen im Inventar ausgerüstet werden, damit du sie im Spiel einsetzen kannst. Filter. Ah, okay, und
Wenn wir den einmal hergestellt haben, dann besitzen wir den. Und dann kann man bestimmt den Trank immer und immer wieder herstellen, wenn man meditiert. Okay. Denn jetzt hier. Wieder hoch. Wenn jetzt hier einmal rein. Kann man nicht mehr raus. Ich weiß gar nicht, wohin mit meinen Beinen. Ich kleiner Zwerg hier. Wie komme ich jetzt da hinten rüber? Ah, okay, hier rüber. Ich frag mich ja, wen ihr habt, aber mich habt ihr noch nicht. Denn ich glaube, ihr seid jetzt ganz schön tot. Jetzt wieder die Zaun rüber. Habt ihr hier oben Schönes? Hyperstahlschwert. Und Schuhenausrüstung. Okay. Ja, gar nicht schlecht. So, eine Sache. Zwei Sachen gibt's noch. Auf dem Weg nach da unten. Ansonsten haben wir hier oben noch einiges. Ich möchte versuchen, so viel wie möglich wirklich zu entdecken diesmal. Denn ich neige ja dazu, dass ich immer vieles übersehe. Wir brauchen noch etwas mehr Schildkraut. Fick dich! Nee, nicht heute. Heute habe ich da nicht so Lust drauf. Hexer? Oder Dreckshexer? Verdammter Ziegenfänger.
Nee, der Drecksfair hat nur Igni auf euch gezaubert. Beziehungsweise war zu weit entfernt dafür. Da liegt eigentlich eher das eigentliche Problem. Es ist jetzt nichts Großartiges, was ich jetzt nochmal mitnehmen möchte. Also, das können wir gerade gar nicht. Okay. Was anderes können wir gerade nicht verbessern. Oh nö, da hinten ist der Tod, ne? Gut, der Trunk, den schaffen wir auch. Das wird nun wirklich gar kein Problem sein. Sagten sie unwissend, dass sie bald sterben wird. Zeig mir, was du zu bieten hast. Funkenden Vieh. Au! Das war dumm, Geralt. Hätte ich eigentlich wissen müssen. Aber nun gut. Können wir jetzt Richtung? Ja, können wir. Weiß gar nicht, ich glaube, dafür würde ich sogar plötzlich mal rufen. Oder? Los, los!
richtig schöne Bäume. Wäre noch schöner, wenn die rosa wären. Also so Kirschbaum-mäßig. Das wäre cool. Ich wage zu bezweifeln, dass es sowas hier gibt. So, einmal absteigen, Geralt. Sei gegrüßt, guter Mann. Ich habe gelesen, dass ihr Probleme mit dem Brunnen habt. Ja, darin spukt es. Schon seit über 20 Jahren. 20? Warum hängt ihr dann jetzt erst eine Bekanntmachung aus? Weil wir unser Wasser bisher aus dem Fluss geholt haben. Aber seit der Schlacht treiben so viele Leichen darin, dass er verseucht ist. Meine Tochter Hanni ist furchtbar krank davon geworden. Sie behält nichts mehr bei sich und es geht ihr immer schlechter. Die Kräuterfrau meint, dass man Fieber durch Trinken bekämpft. Nicht von Bier oder Wein, sondern von klarem Wasser. Woher soll ich das nehmen, wenn nicht aus dem Brunnen? Aber daraus muss erst der Geist vertrieben werden. Der lässt keinen rankommen. Dieser Geist, beschreibe ihn mir. Tja, er ist furchterregend. Schrecklich. Ich meinte, wie sieht er aus? Er sieht aus wie eine Frau. Direkt aus dem Grab. Mit einem schmutzigen Kleid, lauter Lumpen. Die Haut hängt von den Knochen und sie heult, als ob sie leiden würde. Eine Erscheinung oder vielleicht ein Alb. Wenn du sie nicht verjagst, Meister, wenn du nichts tust, bringt sie meine Tochter um. Gut, ich helfe. Wo ist dieser Brunnen? In Hüttel. Das ist ein Dorf auf den Höhenzügen. Jetzt ist es verlassen. Niemand traut sich hin, weil der Geist da ist. Bitte, verscheuch ihn. Okay. Gut. Ich glaube aber, dass ich gleich mal wieder eine kurze Pause mache. Ich brauche nämlich noch mal was zu trinken. Ich habe relativ viel jetzt schon wieder weggetrunken. Und ich muss unbedingt mein Energy von oben holen. Sonst mache ich nie und nimmer länger als 0 Uhr durch. Denn ich habe die letzten Nächte jetzt nicht so sonderlich viel geschlafen nach meinem Kater. Von daher muss ich irgendwas machen, um wach zu bleiben. Deswegen führen wir die Quest gleich weiter fort. Ich gehe ganz kurz pinkeln, hol ganz kurz mein Energy und dann geht das sofort weiter und ich öffne unbedingt das Fenster, ich brauche Luft. Alles Mögliche, um wach zu bleiben. Weil wie gesagt, eigentlich wollte ich bis 2-3 Uhr machen mit Witcher, sodass wir halt dieses Gebiet hier schon mal durchkriegen und dann beim nächsten Mal halt perfekt starten können. Und ja, dafür muss ich auch noch ein bisschen wach bleiben. Und von daher, wie gesagt, gehe ich kurz hoch. Und wir sehen uns hier auf jeden Fall gleich wieder.